So, jetzt hier die Schachtel aus Polen. Man mag es kaum glauben, hat gar nicht lange gedauert. Freitag bestellt, heute ist Dienstag. Ging ziemlich zackig. Einmal quer durch Deutschland von... wo kam es hier aus? Wroclaw nach Hannover und dann Richtung Süden. Also, ging ziemlich schnell. Respekt an den polnischen DPD-Fahrer. Der war ziemlich zackig unterwegs. Also, eine Rechnung ist auf alle Fälle dabei. Das hier ist eine Garantiekarte, was ich eigentlich ganz cool finde, dass hier eine Garantiekarte mit am Start ist. Wenn da was kaputt ist, dann hast du dementsprechend dann auch hier Garantie auf das Gedöns. Finde ich schon mal klasse. Ich habe es jetzt schon mal ausgepackt. Deshalb, es ist nochmal alles in Folie zusammengezwiebelt. Aber dazu dann, ja, einfach, ne? Einfach aus Schutz. So, was wir hier also zuerst sehen, ist natürlich ein CB-Funk. Das, was ich ganz cool finde, hinten sogar mit so einer Klammer. Da kannst du es hier irgendwo festmachen. Und dann der passende Anschluss dazu. Der sieht dann so aus. Na, komm hier, da ist er. Da ist der Anschluss. Und den steckst du dann hier da rein in die Buttonbox. Da, ne? Coole Sache. Zack, eins. Dann haben wir noch, ganz wichtig, gerade wenn wir bei CB-Funk waren, gibt es natürlich doch die Halterung dazu. Die werde ich mir irgendwo an der Wand dübeln. Und dann kann ich da mein das einfach festmachen. Oder ich weiß nicht, mal gucken, wo ich Platz habe. Jetzt mal an sich zur Buttonbox. So sieht's aus. Von Almar. So. Knöpfe. Zum Schlüssel kommen wir gleich. Mal den Untergrund. Sieht halt dann so aus, ne? Das sind Schräubchen und Füßchen. Das sind sogar so Anti-Rutsch-Füße. Also, ne? Da, nix Rutsching. Hat quasi schon Winterreifen drauf. Genau, und so sieht es aus. Dann hast du hier die Knöpfe. Warte mal. Hier, von der Seite. Genau, sind die typischen Druckknöpfe. Dann haben wir hier noch den On-Off. Soll ich da mal draufdrucken oder was? On-Off. Und dann, wie gesagt, hier rechts ist der Anschluss für den CB-Funk. Und hier ist dann der Schlüssel. So, Schlüssel. Was brauche ich einen Schlüssel? Na klar, du musst doch starten. Da ist nämlich hier ein Schlüssel mit dabei. Den steckst du dann hier rein und dann kannst du hier starten, den Hobel. Coole Sache, sogar doppelt. Falls meine Frau den Schlüssel wegnimmt, zack, habe ich den zweiten. Die kriegt natürlich keinen von mir. Dann hast du hier noch die Aufkleber. Die kann man sich dann hier irgendwo noch draufkleben. Ich weiß noch nicht so genau wie, weil die sind ein bisschen größer wie die Knöpfe. Deshalb weiß ich es noch nicht genau, ob man die irgendwie seitlich dahin klebt, draufklebt. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Denn, wie schon gesagt, die sind halt ein bisschen größer, das Ganze. Muss ich mal gucken, wie ich mir das dann zurechtfriemel. Das muss ich mir noch anschauen. Dann das Allerwichtigste an diesem ganzen Paket ist natürlich polnischer Süßkram, meine Damen und Herren. Polnische Bonbons. Alma, danke für polnische Bonbons. Coole Sache. Das war das Highlight aus der ganzen Verpackung. Scheiß auf die Buttonbox, Bonbons sind wichtig. Danke dafür, Daumen hoch. Cool, jetzt würde ich mal sagen, ich werde es jetzt alles mal verkabeln hier, das ganze Gedöns. Ach jo, apropos Kabel. Wir haben einmal, vielleicht ne, zur Information, USB, ist glaube ich klar. Und einmal haben wir hier noch so ein Ding und dachte, also, was ist das denn? Das ist natürlich logisch für den CB-Funk, logisch. Muss ja so sein, du brauchst ja irgendwo einen Ton, ne? Musst ja eine Eingabequelle haben. Muss mal sehen, wie das mit meinem... HyperX-Gedöns dann hier ist, muss ich da mal gucken, ob das alles so kompatibel ist und wie das dann läuft und wie das funzt. Da muss ich mich mal zurechtfriemeln, ob dann man zweierlei Sachen aktivieren kann. Aber da bin ich dann einfach mal gespannt, muss ich sehen, wie das funzelt. Gut, dann würde ich mich jetzt mal hier auf die Bauphase begeben und dann sehen wir uns gleich. So, Runde 2 zum Unboxing-Video bzw. zum Testvideo von der Buttonbox. Und ihr seht über mir schon einen schwarzen Bildschirm. Das ist nämlich die zweite Kamera. Die habe ich jetzt gerade mal ausgepackt. Und um euch das ein bisschen zu zeigen, zu demonstrieren, ich mache jetzt hier mal flupp. Ah, guck mal hier, in Farbe bunt. Ich werde bekloppt. Und weil ich nämlich hier nicht so viel Licht habe, habe ich das ein bisschen jetzt umgefribbelt. Also, ich habe die Buttonbox eigentlich ganz simpel befestigt mit einem Magnetband. Ich habe zu Hause in meinem Werkzeugkasten ein Magnetband gehabt, vorne hinten dran. Das Ding hält bombenfest, das ist. Das hält Magnetbandbombe. So, hier sind ja sogenannte Aufkleber mit dabei. Ich kann es euch hier nochmal kurz in die Kamera zeigen. Ich mache es einfach mal in der Kamera. Da sind so Aufkleber dabei gewesen. Die habe ich jetzt alle schon verfriemelt, verklebt wie ein Bekloppter. Da waren natürlich auch noch ein paar übrig. Zeige ich euch gleich nochmal. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ich habe jetzt hier einfach mal hier oben Licht gemacht. Ne? Dann sind wir hier bei der Warnblinkanlage. Hier habe ich, sieht man es nicht wegen dem Licht, das ist Rundumleuchte. Dann habe ich hier gemacht Liftachse vom Öffliescher. Dann habe ich hier noch den Scheibenwischer. Das war Trailer ankuppeln und abkuppeln. Das ist hier für CB-Funk. Moment. Das befindet sich hier. Da. Also hier. So, alle. Und hier ist ein Knopf. Ich da drauf drücke. Ich bin jetzt gerade im Konvoi. Hallo. Test. Also das muss ich dann natürlich noch ausprobieren und testen, ob das funktioniert. Ich klippe das hier immer gern einfach hier fest und dann ist gut.
Ansonsten habe ich hier noch einen Schlüssel zum Einschalten des Motors und die Zündung einschalten. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie das aussieht, wie das funktioniert. Jetzt muss ich mich hier nochmal anstützen. So, so recht friemeln die Kamera, dass ihr das ungefähr seht. So, ja, genau. So, rüber hier das Ganze. So, Moment. Drehen das Ganze hier. So, jetzt ungefähr. Jetzt sieht er das ungefähr. Jetzt sieht er die ganzen Knöpfe. Und wenn ich jetzt hier auf Zündung einschalten gehe, ja, nicht hier ist nochmal. Achtung. Dann seht ihr, haben wir schon mal die Zündung an. Ist schon mal gut, ne? Wenn ich jetzt hier den Zündstich, ich mach's mal von unten, dass ihr das besser seht. Achtung. Und so startet ihr quasi, wenn ihr sagt, ihr habt da voll Bock auf diese Variante, dann könnt ihr natürlich dann hier so den Hobel zünden. Finde ich richtig geil, mir gefällt das. Ich habe natürlich noch von Alma SKRS, dass ich nicht vergesse, die Handbremse. Aber da muss ich jetzt hier nochmal umbauen bei mir. Ich will das wieder mitnutzen, mittesten, mitmachen, mitbasteln. Aber da muss ich hier nochmal ein bisschen umfriemeln. Denn ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Das Ding ist saugeil. Das funktioniert auch erste Sahne. Problem ist nur die Halterung, weil das ist ja alles mit Klett. Und das hält so gut wie nicht. Das ruppt ab, weil du hast hier enorme Spannung drauf auf diesen Hebel hier. Und dann ruppt es immer runter. Das ist ein bisschen scheiße gemacht, finde ich. Da musste man irgendwie verschrauben oder so. Oder weiß ich nicht, mit Hardcore-Kleber machen oder wie auch immer. So, jetzt kommen wir zu den Sachen. Ich zeige es euch mal am besten von der Außenkamera, dass ihr es besser seht. Hier zum Beispiel haben wir schon mal die Rundumleuchten an. Das ist nämlich das hier, der Nübbel. Ich mache den mal aus. So, du musst ihn einmal so reinschalten, also so außen einschalten. Ihr setzt hier auf On. Du musst einmal, anders geht es irgendwie nicht. Also ich muss nach unten klippen. So, tschack. Und dann nach oben. Und dann gehen die Rundumleuchten an. Ne? Sieht dann so aus. Wenn ich sage, ich will die wieder ausmachen, dann muss ich einmal runterschalten und wieder hochschalten. Das ist halt die Variante. Man könnte es natürlich auf dem ganz normalen Knopf genauso legen, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, Scheibenwischer ist, glaube ich, klar. Da kannst du dann die Stufe einstellen. Das ist wie wenn du bei der Tastatur auf P, glaube ich, war es, oder? Genau, und dann einfach, ne? So, logisch. Dann haben wir noch hier Licht, Standlicht, Abblendlicht, ganz normales Licht. Was habe ich noch gehabt? Warmblinkanlage. Also die Warmblinkanlage hier. Was haben wir noch gehabt? Ach ja, hier, genau hier. Abkuppeln das Ganze. Und halt wieder ankuppeln. CB-Funk war ja dann der Knopf auf dem Sprechgedöns. Ne? So, Motor wieder auslassen. Hui. Und du kannst den Motor wieder auslassen. Ne? Einfach quasi, das ist hier meine Zündung. Und dann gleich wieder aus. Ne? Und dann, wie gesagt, hier schalten. Das finde ich eigentlich richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Dass du den LKW mit dem Schlüssel machen kannst. Hier sind übrigens zwei Schlüssel mit dabei. Falls die Frau mal einen klaut, nimmst, hast du noch einen Ersatzschlüssel. Nee, also richtig coole Buttonbox. Also gefällt mir sehr gut. Ich werde das jetzt hier natürlich noch kabeltechnisch ein bisschen verfriemeln. Damit man das hier nicht ein bisschen, was sieht gerade aus wie hier Hunz und Kunz. Ist aber normal. Man muss erstmal gucken, mal testen, bevor du die Kabel alle hier verlegst und so das Ganze. Muss erstmal schauen, ob es funktioniert. Ich vor allen Dingen auch den CB-Funk muss man ja auch testen, ob das dann funktioniert, das Ganze. Das weiß ich eben noch nicht so genau. Er zeigt es zwar an, aber ob es geht, weiß ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren. Ja. Also zumindest das funktioniert, aber Test, Brechreiz. Das muss man testen dann, ob das funktioniert. Es sind nämlich zwei Kabel dabei, einmal USB, dass das ganze Gedöns überhaupt funktioniert. Ich kann es euch mal übrigens zeigen. Halt, stopp. Escape, nämlich hier in den Optionen. Moment, halt, stopp. Optionen hast du nämlich hier unter Control-Einstellung. Das läuft dann bei mir unter PS3-PC-Joystick. So heißt diese Buttonbox. Und dann kannst du das hier dann dementsprechend hier über die Tasten und Knöpfe alles belegen, so wie man es braucht. Ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Auf der anderen Seite auch noch natürlich das Ganze hier ein bisschen verfriemelt. Und dann hoffentlich passt das und so weiter. Ich habe natürlich auch andere Sachen. Das sind ja die Aufkleber mit dabei. Die finde ich richtig gut, die hier mit dabei sind. Die habe ich natürlich für meinen Logitech-Lenkrad natürlich mitverwendet. Hier Retarder, Blinker und so. Hier noch. Und hier noch ein bisschen was. Da noch. Also dementsprechend nutze ich diese Kleber natürlich on top noch mit. Das ist, glaube ich, klar. Wenn sie schon mit dabei sind. So, sieht man es noch ein bisschen. Genau. Also finde ich richtig gut. Und das hier anschließen, das ist absolut simpel. An USB ran, du gehst ins Spiel und wählst eigentlich bloß den Controller sofort aus. Er erkennt das auch sofort. Du musst nichts installieren, kein absolut idiotensicher, muss man wirklich fast so sagen. Das einzige, was ich jetzt testen muss, ist jetzt bloß noch mit CB-Funk, weil ich ja nicht weiß, ich spreche ja hier ins Mikrofon und habe ja dann hier quasi CB-Funk nochmal. Ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht so genau. Das muss man gucken, wie das dann klappt und funktioniert. Muss ich schauen. Ansonsten
Sieht das, glaube ich, soweit ganz gut aus. Wie gesagt, hat gedauert, Freitag bestellt und wann ist gekommen? Dienstag aus Polen. Über Wrocław rüber nach Hannover und dann einmal ganz runter in den Süden. Hat wirklich nicht lange gedauert. Also und bestellt über Alma SKRS aus eBay. Ich packe euch unten den Link mal mit rein, könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es ja diverse andere Buttonbox. Sie hat auch eine Homepage. Da könnt ihr mal drüber gucken, wenn ihr wollt. Aber ich bin absolut begeistert davon, weil es wirklich funktioniert ohne Ende. Man kann echt nicht meckern. Das funktioniert hier alles und echt eine coole, runde Sache. Gibt natürlich noch viel bessere und größere. Dann gibt es ja noch diese sogenannten Steam Decks, Stream Decks, wer es kennt, diese länglichen Dinger, wo du dann auch so reinfriemeln kannst. Aber so ein Ding, glaube ich, kostet 250 Euro, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Kostet eins mit, also das größere, das XL, glaube ich, ist das. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wobei mir das jetzt hier natürlich mit dem Schlüssel und so besser gefällt. Ne? So ein bisschen Schlüssel und CB-Funk dazu. Das ist das, was mich jetzt mehr so gereizt hat, das Ganze. Weil die Frage war, Stream Deck oder Buttonbox? Dachte, ja gut, Buttonbox sieht natürlich modern aus. Die kannst du überall hochkant hinstellen und so. Sieht ganz modern aus mit den Knöpfen. Kannst auch einblenden lassen als anhand von Symbolen, ja. Aber das hat mich jetzt ein bisschen mehr... Ich bin so der typische Druckknopf-Mensch, ne? Die neue Technik ist alles so wischiwaschi, so, ne? Und ich bin eher derjenige, der gern mal auf den Button drückt. Und natürlich mit dem Schlüssel ist cool und CB-Funk, wenn es dann auch so funktioniert, wie ich es dann mir vorstelle. Deshalb hoffe ich und glaube ich, schauen wir mal, wobei ich dann sagen, ich weiß, ich muss mir das mal angucken, wie das dann alles mit CB-Funk, das testen wir dann natürlich im Multiplayer dann, mal gucken im SCS-Konvoi, dann sehen wir es dann schon. Ne? Ansonsten eine richtig coole Sache, gekostet hat diese Buttonbox 91 Euro, wobei der Versand bei 36 Euro noch liegt. Ja, ist halt... Ich weiß nicht, ob das Express ist, ich weiß es nicht. Aber 36 Euro Versand war nicht ganz ohne. Also roundabout so um die 128 Euro, und also knapp 130 Euro, diese ganze Buttonbox. Ne? Aber ich finde, es ist lohnenswert, sowas zu nutzen, denn bei mir, Lenkrad ist voll. Ich habe sämtliche auf, warte mal, ich muss mal Zündung einschalten. Ich habe nämlich hier Mein ganzes Lenkrad ist eigentlich schon voll mit sämtlichen Knöpfen. Ich habe hier nichts mehr von Retarder bis Blinker bis Informationsdashboard bis weiß ich was der Geier. Ich habe hier alles schon belegt und deshalb war immer die Frage, ja kacke, da musst du immer zur Tastatur wieder hinfassen und das war, fand ich irgendwie doof. Und die Buttonbox ist jetzt genau neben mir quasi, da kann ich hier rumfriemeln und das finde ich eigentlich recht praktisch. Muss aber natürlich am Schluss jeder selber wissen. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, coole Idee, coole Sache. Alma hat natürlich noch mehr andere Sachen und so, kennt er ja mit Ganghebel und so und Gedöns. Wisst ihr ja, da habe ich ja hier auch von, ja, wo ist er denn? Hier ist er. Ne? Der Gangknüppel hier, der kompatibel ist mit Trustmaster und Logitech und hast nicht gesehen. Mit den ganzen Knöpfen hier und so, ne? Das ist natürlich was ganz was Feines. Gut, wenn ihr Fragen habt zu dieser Buttonbox oder eventuell andere Sachen, dann dürft ihr es gerne machen, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch immer eine freie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.